Guten Abend, liebe Sternenfreunde, Servus und Hallo zu einem schnellen Tipp für Nina. Und zwar stand ich irgendwann vor dem Problem, wie verbinde ich Stellarium mit Nina? Das ist relativ einfach, aber ich habe es einfach nicht rausgefunden und habe auch keine Lösung gefunden auf die Schnelle. Ja, warum möchte man überhaupt Nina und Stellarium verbinden? Für mich ist das so, ich kann bestimmte Dinge in Stellarium besser planen. Vornehmlich kann ich mir hier leichter Dunkelnebel und bestimmte andere Gebiete leichter raussuchen. Allerdings hat Stellarium überhaupt keine schöne Voransicht für diese Dunkelnebel. Nina aufgrund dieser Sky Surveys, dieser vier verschiedenen fotografischen Himmelsdurchmusterungen jedoch schon. Und deswegen macht es für mich Sinn, in Stellarium den Bildausschnitt festzulegen, also die Zentralkoordinate, und dann in Nina ganz genau zu planen anhand von richtigen Fotos, die mir die Dunkelnebel zeigen, die mir in Stellarium hingegen nur als Punkte, als Symbole dargestellt werden. Das heißt, Nina kann also Koordinaten aus Stellarium empfangen. Und Nina kann hier unter Optionen Astrometrie auch die Koordinaten des eigenen Standorts bzw. des Standorts, der in Stellarium hinterlegt ist, empfangen. Wenn man den Knopf hier drückt, dann werden die Koordinaten aus Stellarium in Nina hinterlegt. Hier unten gibt es jetzt auch die Meldung, dass das funktioniert hat. Ich hole jetzt mal hier schnell im Rahmungstool, im Bildausrichtungstool mit diesem Knopf die Koordinaten aus Stellarium. Das ist grob am Nordpol. Das müsste hier Polaris sein. Naja, nicht ganz. Hier ist Polaris. Was hatte ich denn hier drüben ausgewählt? Ja, natürlich auch nicht Polaris. Also hier Polaris und hier, wenn ich jetzt die Koordinaten hole, dann stimmt das auch. Ich zeige euch jetzt mal schnell ein Beispiel anhand von Dunkelnebeln. Und zwar hier hinten im Sternbild Cepheus. Der Rüssel ist bekannt. Und hier gibt es einen Dunkelnebel, der ausschaut wie ein Seepferdchen. Barnard 174. Oder ja, 174, genau, das ist dieser Rüssel hier. Das ist eine Ausnahme, wo Stellarium tatsächlich ein Foto hinterlegt hat, wo man diesen Dunkelnebel sehen kann. Ich weiß allerdings aus eigenen Aufnahmen mit 200 mm, dass es hier noch zwei so halbkreisförmige Dunkelnebel gibt, die eventuell sehr schön ausschauen könnten, jetzt mit 600 mm, die diesen Kasten hier repräsentieren. Ich finde die sehr leicht, die Symbole hier in Stellarium, aber ich bekomme kein vernünftiges Bild. Das heißt, ich lege mir jetzt hier grob die Zentralkoordinate fest, hier, gehe rüber zu Nina und hole mir die Koordinaten hier rein. Ich bin jetzt an derselben Stelle und jetzt kann ich mir eben hier eine von diesen vier fotografischen Himmelsdurchmusterungen holen und anhand derer dann wirklich mein Bild planen. So, das Bild ist geladen, wir müssen es wieder vergrößern. Und jetzt sehen wir hier schon die Dunkelnebel. Ich schalte mal die Symbole aus. Und da ist dieser, naja, diese zwei halbkreisförmigen Dunkelnebel in der Mitte ist ja keiner. Jetzt können wir natürlich schön planen. Das hier wäre eine gute Möglichkeit, wobei ich jetzt hier 450 und nicht 600 mm stehen habe. Wie ich es in Stellarium hatte. Hier sind ja 600 mm dieser Rahmen. Und damit passt ja, die Dunkelnebelstruktur hier sehr schön drauf. Man müsste jetzt natürlich sehr lange Belichtungszeiten anstreben, um die plastisch und toll und sinnvoll abzulichten. Die sind auch nach sehr kurzer Belichtungszeit schon sichtbar, da sie ja dunkel sind und eben zwischen den Sternen dann somit schwarze Flecken sind. Aber um da eine Abstufung in den Schwarz- und Grautönen und eine Plastizität hineinzubekommen, muss man lang belichten.
aber das ist jetzt nicht Thema dieses Videos. Gut, ich denke, jetzt habe ich euch erklärt, warum für mich es sinnvoll ist, Stellarium in Kombination mit Nina zu benutzen. Was ich euch aber noch nicht gezeigt habe, und zwar mit Absicht, ich wollte euch ja hier ein paar Minuten festhalten, ist, wie man die beiden Stellarium und Nina miteinander reden lässt. Dazu ist es in Nina notwendig, hier in den Optionenreiter unter Ausrüstung zu gehen, sich hier unten Stellarium auszuwählen. Localhost als Host und 8090 als Port sind hier fest eingestellt und die muss man auch in Stellarium eingeben. Das funktioniert über den Schraubenschlüssel, über Erweiterung und dann über Fernbedienung. Ich habe da am Anfang viel rumgesucht, es gibt nämlich hier noch Remote Sync und Teleskopsteuerung und ich habe es damit probiert und es hat nicht funktioniert. Kein Wunder, es geht nämlich über Fernbedienung. Bei mir kam hinzu, ich konnte die Fernbedienung nicht konfigurieren. Ich musste dazu beim Start laden auswählen, Stellarium neu starten und nach einem Neustart ging es dann hier über Konfigurieren. Hier gibt man die Portnummer 8090 ein, die in Nina eingestellt ist und aktiviert hier oben Server und auch das Häkchen für automatisch beim Start starten. Hat man das gemacht, dann wird jedes Mal, wenn Stellarium gestartet wird, dieser Kasten hier in hellgrau angezeigt, die Fernbedienung, und dann tauschen die beiden Daten aus, also Nina bezieht Daten aus Stellarium. Noch ein Fehler, der bei mir aufgetreten ist, auf den ich euch vielleicht hinweisen möchte. Hier unter Erweiterungen, diese Teleskopsteuerung hat bei mir einen Fehler verursacht. Und zwar, man kann ja über Stellarium auch direkt das Teleskop ansteuern. Dazu muss man sich ein kleines Plugin installieren und hier in der Teleskopsteuerung dann ein paar Einstellungen vornehmen. Und dann funktioniert Stellarium einfach als Fernsteuerung für das Teleskop. Bei mir hat das insgesamt einen Fehler verursacht, dass diese Teleskopsteuerung dafür gesorgt hat, dass die Fernbedienung nicht funktioniert hat. Es hat zwar gewirkt, als wäre hier alles eingestellt, aber es wurde an Nina grundsätzlich immer ein und dieselbe Koordinate geliefert. Egal, was ich in Stellarium ausgewählt habe, egal, ob ich die Teleskopsteuerung, das Plugin anhatte oder nicht, es wurde nach Nina immer ein und dieselbe Koordinate geliefert. Erst als ich die Teleskopsteuerung ausgeschaltet hatte, hat die Fernbedienung tadellos funktioniert und seitdem immer genauso wie gewollt. Ich wähle mir hier was aus, irgendeinen Dunkelnebel oder auch ein H-Alpha-Gebiet, beispielsweise dieses hier. Ich klicke hier auf Koordinaten erhalten und jetzt wird automatisch wieder ein Bild geladen, diesmal vom Sky-Server, und wir sehen das Ganze jetzt hier in Falschfarben, wie die Sky-Server-Bilder eben sind, oder alternativ die Daten der ESO, falls es da welche gibt. Gibt es gerade nichts. Egal, ihr habt verstanden, wie das Ganze funktioniert, wie ihr Nina und Stellarium dazu bringt, miteinander zu reden. Einstellungsfenster, Erweiterung, Fernbedienung, Konfigurieren, 8090 und in Nina Optionen, Ausrüstung, Stellarium, hier 8090, Localhost. Und dann läuft das Ganze. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und was war noch? Ah ja, drückt die Glocke oder lasst das Ganze auch sein und geht jetzt raus und habt Spaß mit Stellarium und Nina. Eine schöne Nacht wünsche ich. Servus und bis zum nächsten Mal.